So, wir kommen zurück zu The Lost Vikings, zur letzten Folge. Und zwar wollen wir gegen den Master ran in Level 37. Zum zweiten Mal. Ja, ja, ich weiß, wie es passiert ist. Grrr, the three of you have been a constant headache ever since I brought you aboard. Also wir waren immer schon ein Schmerz im Kopf. Also immer ein Kopfschmerz verursachendes, als er uns an Bord gebracht hat. Heißt das, dass wir nach Hause gehen können? Okay. Oh, nicht. Ja, das ist ein Alien, das ich nicht erwarten kann, Chat einzuschlagen. Ich würde bleiben und chatten, aber ich muss gemeine und böse Dinge tun. Have fun. Okay. Wie gesagt, habe ich schon erwähnt, dass ich das Ganze jetzt schon seit einer knappen Stunde schon mal versuche. Und es will einfach nicht. Und es wird nicht besser. Ach, leck mich am Kittel. Da geht's schon mal gut los. Und da habe ich richtig Bock drauf. Verreck doch, du scheiß Tomatenmann. Ja, ich bin schon jetzt auf 180. Das wird richtig gut. So, stirb. Bombe. Jo, die nächste ist auch noch ab. Alles klar. Der Typ ist halt echt ein nerviger Sack. Wir müssen mit jedem einzelnen von unseren Charakteren, wie man sich denken kann, logisch, gegen den antreten. Und dann ist alles supi. So, das war das Einfachste. Jetzt kommt die etwas schwierigere Variante. Jetzt dürfen wir nämlich mit dem Tomatenbaleok ran. Und müssen hier ein Schlüsselchen holen. Wo ist der Schlüssel? Ja, da rechts. Ist doch ganz klar. Ja, logisch. Also, weiter im Text. Benutzen den Pfeil, schießen da rüber, latschen durch und, ja. Ganz schön gerätselt habe ich hier. Und das Ganze sehr schmerzhaft Stück für Stück rausgekriegt, wie das hier funktioniert. Und ich mache jetzt einfach mal. Warum auch nicht? So. 3 oder 4? Heute 4 Schuss, ist selbstverständlich. Am besten nicht treffen lassen. Das kann ungünstig enden. So, jetzt schieße ein Bömpchen. Das macht nichts. Und jetzt fällt er runter, das dauert. So. Nächster Schritt. Reihenfolge ist wichtig. Schlüssel holen. Aber wenn es runterfährt, weil sonst ist hier nicht mehr viel. Hier am besten nicht in den Strahl hinein. Boah. Hier aufpassen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu, so wie ich es jetzt mache, viel zu gehetzt an die Sache ran, wie man es schon seit einer Stunde macht. Nein, nein, darf man auf keinen Fall machen. Benutzen. Hervorragend. Schlüssel ausgewählt. Zack. So, jetzt wird's spannend. Boah. Man fällt nämlich ein bisschen hoch. Und habe ich auch schon mal gedacht, ja, dann halte ich mal kurz inne im Flug. Und dann war wieder Feierabend. So, jetzt sind sie beide hier unten. Und rechts ist der Tomato. Gut. Ihn können wir einfach fallen lassen. Ist eigentlich super. So. Aber jetzt kommt seine große Stunde. Der hat zwar ordentlich Schaden genommen, aber das interessiert mich jetzt mal überhaupt gar nicht. Was mich jetzt kommt, ist schmerzhaft eventuell. Keine Ahnung, ob wir das noch brauchen. Ich habe auch noch nicht alles gesehen, nur den nächsten Kampf. Und da muss man erstmal drauf kommen, auf die ganze Geschichte. Sehr angenehm. Nicht so richtig, aber nun gut. So, wir übergeben die Rüstungen dem Guten. So, das muss reichen, oder? Müsste eigentlich reichen. Frag mich, ob wir nicht auch noch ein Bömpchen mitgeben können. Ne, lieber nicht. Genau, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist folgendes. Und zwar, ja, überleben, alles klar. Aber auch, und das ist sehr wichtiger, wir müssen jetzt hier in den Rücken rammen. Jetzt schaue ich gerade mal, wie andere brauchen wir. Okay, nicht viel. Fallen lassen, so einfach so ein Fältchen oder zwei, so eine. Genau, wir werden etwa hier auf der Höhe landen, so ziemlich mittig. Und dann direkt
Ein Feld breit. Müssen wir hinterher rennen? Na? So in etwa. So, jetzt schnell da hoch. Es sei denn. Komm, jetzt die Bombe oder Schuss? Kommt noch was? Noch ein Schuss, okay. Schnell hoch. Hinter ihn. Und er ist wieder in den Strahlen. Das Problem ist. Wow. Oh nein. Hoffentlich nicht tödlich. Ach, leck mich am Kittel, ey. Das ist sofort tödlich. Das ist natürlich auch ungünstig. Ich dachte. Ja, wenn man da zu langsam ist, hat man ein Problem. Oh Mann, das ist jetzt nicht wahr. Ich muss ihn gleich viermal treffen oder so. Weil dreimal habe ich schon. Obwohl, wahrscheinlich ja fünfmal. 3, 5, 7 oder so. Wahrscheinlich so eine schöne Kackzahl. Ja, meine Pappenheimer. So, jetzt schießt er dreimal. Und dann nochmal zwei Bömmchen. Ja, sauber. Ja, und jetzt merkt man vielleicht so langsam, warum ich hier keinen Bock mehr habe auf die Schose. Weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Oh, und dann geht's direkt wieder los. Hervorragend. Aber ich würde gerne das mal beendet haben hier. Weil langsam nervt's. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das Ganze 20 Mal gemacht hat, dann ist halt irgendwann mal der Ofen aus. Kann es noch so spaßig sein, das gesamte Spiel, aber vom Endgegner abbrechen ist halt auch... Nee. Notfalls sage ich dann... hat nicht stattgefunden. Nein, nicht aufs Hirn. Sag mal, ich habe das Schild oben gehabt, du Arsch. Boah, das wäre schon ausfallend. Ja, nee, ist klar, Chef. Kommen wir da wieder hoch? Ja, immerhin. Noch leben wir. Mehr will ich ja gar nicht. Boah. Hä? Achso, er hat das Schild irgendwie getroffen. Oder den Schild sogar. Er hat ein Schild. Das Schild. Wir haben den Schild. So, hervorragend. Das hätten wir auch. Also irgendwie komme ich damit nicht so richtig hundertprozentig klar hier mit der Geschichte, aber wir werden es schon überleben. Und wenn nicht, machen wir einfach neu, wenn wir endlos wieder leben. Das wäre auch noch eine krasse Geschichte, wenn man eine gewisse Anzahl von Continues hätte, oder? So. Wir springen wieder dorthin, wo wir hin müssen. Können wir nicht direkt hinspringen? Ach ja, geht. Sehr gut. Brauche ich mir diesen nervigen Zwischenschritt nämlich. So, er schießt. Ich schieße noch viel doller. So, einmal zu die Tür. Klappe zu. Hochfahren. Strahl vorbeilassen. Runter, rüber. Perfekt. Ja, wie gesagt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, es geht so ein bisschen in Fleisch und Blut über, aber leider auch auf die Nerven. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, oder? Wenn sich das hier mal anguckt, ich finde auch. So, richtiges Item benutzt. Zack. Jetzt wird es wieder spannend. Ich glaube, so ist besser, wenn ich hier... So. Zum Glück ist es ja recht responsiv. Also was auch immer ich tue... Es, ja, die Steuerung ist gut. Punkt. So, das Item-Management mit ihm spare ich mir, glaube ich, mal, oder? Ja, komm, eins bekommst du mal zur Abwechslung. So, jetzt übergibst du bitte mal die Energie und die Energie. Das kannst du mal behalten. Wenn das nicht reicht, ja, dann ist sowieso Feierabend. Vielleicht auch was anderes gewählt. Oder doch mal mit der Bombe probieren, das ist nicht ganz so... vielleicht brauche ich die Bombe noch. Ich lasse es lieber mal. Ich weiß es nicht. Ich bin nie weitergekommen als das hier. Weil das ist schon sehr unangenehm. Okay. Das heißt, wir lassen ihn passieren. Ich wünschte, ich könnte da wieder nach oben springen. Das wäre mir wesentlich lieber. Ja, das wäre auch einfacher, muss ich sagen. So. Mach Schild weg. Schild ist weg. Der Schild ist weg. Anrempeln. Zack.
Und dann eben nicht zu... Ah, okay. Komm direkt. So. Ach, deswegen wahrscheinlich. Ach ja, nee, jetzt kommt er direkt wieder, okay. Und er landet wieder in den Dingern. Was mache ich jetzt? Er kommt direkt. Oh, sehr gut. Perfektes RNG. Nicht in Wirklichkeit. Ich hab... Er hat sich in der beschissenen Sekunde wieder umgedreht. Das kann ja wohl nicht angehen, oder? Ich hatte ihn schon dreimal. Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen, war aber ein Frame zu schnell. Oder zu spät viel eher. Ein einziges winziges Framechen hat gefehlt. Oder zwei von mir aus. Er war schon wieder im Umdrehen, deswegen bin ich an ihm abgeprallt und habe ihn nicht wegschucken können. Also, man kann es auch echt übertreiben, finde ich. Oder? Nein, die machen es ja nicht absichtlich. Sie machen es ja nicht absichtlich, aber es ist trotzdem scheiß nervig, weil wenn man schon fünfmal gemacht hat und dann nochmal fünf und dann nochmal fünf und wieder fünfmal und zehnmal und dann ist irgendwann der Ofen aus und dann kommt... Der Wahnsinn kommt... So ist fein. Hallo? Das wäre natürlich krass gewesen. Hätte ich da jetzt einen Löffel abgegeben, weil ich die falsche Taste gedrückt hätte und, ja gut, das ist ja meistens. Man muss ja die richtige Taste im richtigen Moment. Komm, wir wollen Turbo. Jo, so schnell wie geht's. Hervorragend. Schießen. Benutzen. Springen. Ach, Göttchen. Aber zumindest war sie das jetzt. Wieder eine Abkürzung. Und wir sind schon da, hervorragend. So, rüber mit uns. Bogen gespannt. Wirf dein Bömmchen, du Affe. Ja, sehr gut. So, tschüss. Na, schließ doch eine Bömmchen, während du ein Level abgibst. Ach, Leute. Hallo. Ah, Junge, 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 ist das krank. Kriegen wir aber alles hin. Und wenn nicht, ja mal. Ah ne, Abkürzung, wie gesagt, können wir ja nicht. Ich kann da nicht irgendwie den... Oh, kann man vielleicht die Credits aktivieren? Ich glaube, wir haben genug gesehen. Aber wie kann noch nicht mehr kommen? Ich meine, jeder hat einmal gegen ihn gekämpft. Müssen wir jetzt vielleicht mal in so einer Situation ran, wo jeder mal so standardmäßig... Nee, das kann nicht sein, oder? So. Hervorragend. Es wird halt leider auch nicht spannender, muss ich sagen. Wenn man das Ganze jetzt zum 100. Mal gemacht hat. Ich wollte eigentlich, ja, mal so einen Versuch oder zwei rausschneiden. Und dann habe ich gemerkt, ja, Scheißdreck, das reicht nicht. Okay, das soll reichen. So. Du holst dir noch die letzte Frucht. Nur für den Fall, dass wir sie brauchen. Aber ey, von mir aus soll das Ding halt doppelt Schaden machen oder so, diese komische Dinger da. Ja, falls die Luke aufgeht und es Probleme gibt, machen wir mal den hier. Also im Prinzip ist klar. Auch hilft es, dass es da ein bisschen Cooldown hat. Oder nicht Cooldown, sondern Slowdown, während es läuft. Und ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht nervt mit irgendeinem Scheiß. So, direkt hinterher. Hier nicht berühren, aber anreppeln halt. Ja, komm, beweg dich. Bewegung, Bewegung. So. Und er hat Schild aktiv. Ach, ich habe ihn zu früh angerempelt. Ich verstehe. Und er hat nichts mehr. Heißt... Ja, komm, beweg dich. Okay. Wenn er an der Leiter vorbei ist, dann sollte man... Oh. Nicht so früh. Ja, hervorragend. Gerade wenn er von der Leiter genug hat. Jetzt. Okay, 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 okay. Du musst an der Leiter vorbei sein. Jetzt so. Und weg mit dir. So, das war Nummer 4. Oh, sehr gut. Oh, flawless victory, sag ich mal. Achso, Was machen wir da? Benutzen, oder? Benutzen wir das einfach, wurscht. So, jetzt. Oh, Mann, wie krass. What? Ach so, schießen.
Hab ich schon denkt. Junge, Junge. Er hat einen Schlüssel fallen lassen. Ist er jetzt tot oder nur schwer verwundet? Wie machen wir das jetzt? Ins Inventar und wir verteilen mal ein bisschen was an Material. Er hat ja einiges. Ja, ich gebe mal die Geschichte den anderen Kollegen. Und der kann sich mal das hier holen. Okay, jetzt Neuland. Ich habe keinen Plan, was jetzt kommt. Ach Gottchen. Kann es nicht einfach enden? Nee, der beschießt mich jetzt aber nicht, oder? Der wartet jetzt nicht da und schießt auf mich, oder? Okay. Machen wir gleich noch mit ihm genauso. Zuerst mal der mit Schildchen geht vor. Ach Gott, nein. Okay, was ist denn hier verkehrt? Er sitzt auf einer Plattform. Und wir kommen nicht an ihn ran, können nichts. Können wir ihn beschießen? Da rechts hoch? Schlechte Idee. Müssen wir wahrscheinlich machen, oder? Müssen ihn von hinten beschießen? Oder wie ist das gedacht? Wo geht's denn da hin? Da kommen wir gar nicht hin. Da ist der Tod. Ach Gottchen. Kann man die Wand einreißen? Moment, ich komme da gar nicht runter. Benutz mal den Teleporter. Okay, was ist nun zu tun? Über ihn drüber segeln und die Bombe fallen lassen? Oder was genau müssen wir hier machen? Ich habe keine Ahnung. Die Wand einreißen. Oder was ist hier zu tun? Ich komme nicht nach unten. Was, wenn ich den nochmal benutze? Wo komme ich dann hin? Hier hin. Okay. Die Wand komme ich auch nicht. Und da rechts hoch sollte ich wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Und ich kann währenddessen noch nicht schießen, also muss ich mit Bomben arbeiten. Aber ich komme ja gar nicht runter zu ihm. Oder doch, irgendwie. Aha. Er macht nichts. Er macht nichts. Muss ich ihm jetzt noch zwei Bomben verpassen oder wie genau? Was tun? Genau, das schlage ich mal nach. Moment. Ist ja schon vorbereitet. So, was müssen wir jetzt machen? Okay. Moment. Aber ein Teleporter und durch das Anti-G-Feld da, hinunter bewegt Tomi durch einen Bomben. Was? Durch einen Bombenabwurf zum Absturz und wehrt seine Bomben und Laserschüsse mit dem Schild ab. Nochmal auf Deutsch. Was? Also. Hier steht's. Ab in Teleporter und durch das Anti-G-Feld hinunter bewegt Tomi durch einen Bombenabwurf zum Absturz und wehrt seine Bomben und Laserschüsse mit dem Schild ab. Was wollen die? Womit soll ich denn das machen? Durch einen Bombenabwurf zum Absturz. Dann nehme ich den Olaf wahrscheinlich, oder? Und wehrt seine Bomben und Laserschüsse mit dem Schild ab. Holt eure Kumpels zur Verstärkung. Ja, mit wem muss ich denn da runter? Achso, mit Erik. Schaltet schnell auf Erik um und geht. Schließt mit allen hier nach links zu den Hopsern. Hab ihr den Teleporter und durch das Anti-G-Feld. Bewegt Tommy durch einen Bombenabwurf zum Absturz und
Wehrt seine Bomben und Laserschüsse mit dem Schild ab. Holt eure Kumpels zur Verstärkung. Verschießt. Er zerschießt seinen Schussschild und rammt ihn in das Anti-Gravitationsfeld. Passiert Olaf erneut vor Tomato und wiederholt die vorherige Aktion, bis unser Tomi von der gelben Luke steht. Jetzt nur noch schnell mit Erik den großen Hebel hinuntergedrückt und das war's dann auch schon gewesen. Okay. Also eine letzte Aufbäumungsaktion müssen wir hier noch starten. Aber mit wem? Eigentlich mit ihmchen hier, oder? Über ihn drüber schweben? Ist doch eigentlich, oder? Aha. Ah, die Bombe, genau. Und dann holen wir die Freunde zu Hilfe. Aber die sollten doch eh alle hier stehen, oder? Oder muss ich hier oben, unten abwehren, oder wie genau? So, das heißt, ich muss das hier irgendwie wegmachen. Eine Bombe muss ich drauf knallen. Das heißt, aus dem Anti-Gravitationsfeld ist über ihn drüber und dann hoffen, dass die... Ja, und dann war's. Hoffen, dass ich da nicht platt gemacht werde, weil wenn der Schutzschild nämlich wirkt, dann habe ich ein Problem. Könnt ihr auch... Wie weit muss ich denn drin sein? Oh, das wird sehr ungünstig werden. Und den muss ich... Mit ihm muss ich ihn rammen. Mit dem muss ich die... Ja, super. Wenn ich das nicht schaffe, darf ich alles nochmal machen. Oder wie ist das gedacht? Ja, selbstverständlich. Okay. Mit ihm muss ich dann logischerweise schießen. Beziehungsweise mit ihm muss ich ihn schützen. Das mache ich mit ihm aber nicht, wenn ich einmal rührt mich tot, oder? Der Erich. Die Frage ist nur, komme ich rechtzeitig wieder zurück, bevor er uns hier alle macht? Das weiß ich nicht. Denn irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der mir hier richtig einen mitgeben wird. Wenn ich das mache. Ich muss ja den komischen Aufzug benutzen. So, zack, werde ich nach oben transportiert. Und wie schön kann ich den... Ja, da springe ich voll in sein Schild, wenn ich das mit ihm hier mache. So, nochmal testen. Bombe. Ja, eben genau das. Und wenn ich das auf der rechten Seite mache, habe ich ein Problem. Da habe ich mich genau einmal, kann ich das versuchen. Dann ist hier Feierabend. Er muss das machen, oder? Über ihn drüber schweben, Bombe. Ich mache jetzt einfach mal. Okay, das hat funktioniert. Und wenn der Schutzschild nicht mehr da ist... So. Eins. Zwei. Wie soll ich das den ganzen Tag machen? Okay, dann macht er nichts mehr. Oh, oh. Hoffentlich geht er auch wieder weg. Ja. Hoffentlich kann der nicht ewig aufrechterhalten. Wenn er das nämlich kann, habe ich ein Problem. Kollege. Ah. Er schießt dreimal, dann kommt eine Bombe, ja? Ah. Eins. Oh, nee. Hat nicht so richtig funktioniert, ne? Ich bräuchte mehrere davon. Ah, er ist betäubt. Und wenn er betäubt ist, weg mit dir. Na? Machen wir gleich nochmal. Achso, ich muss näher ran, oder? Er ist betäubt. Und weg mit dir. Und da macht er den Abgang. Und... Ah! Und jetzt? Was ist mit dem Schild passiert? Ist er weg?
Jawohl, Schutzschild ist weg. Oh. Und dann, da oben ist die Sau. Ach, noch eine Fuhre. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, aber wohin? Wohin will er denn dann? Und da können wir was sprengen. Heißt. Moment, das heißt, wir müssen das gleich nochmal machen, oder wie? Aber ich gehe nur mit ihm. Nicht, dass dann oben wieder so ein beschissener Laserstrahl ist. Aber dann müssen wir ihn auf die andere Seite, das geht ja nicht. Da können wir irgendwann was sprengen. Das sieht nach Computer aus. Okay. Ach, dann fällt vielleicht von was von oben runter, kann das sein? Was müssen wir da machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war da oben, glaube ich, keine böse Falle, oder? Weiß man nicht. Nee, war nicht. Okay. Weiß fast nicht, was ich hier genau machen soll. Vielleicht was sprengen? Ja, vielleicht. Vielleicht ihn auch einfach nur ausschalten. Erster Schuss. Zweiter Schuss. So, er ist gelähmt. Was müssen wir jetzt tun? Er kommt so nicht durch. Okay, drücken. Was? Ich bin so ein bisschen verwirrt. Was soll ich tun? Muss ich hier näher ran? Er steht unter einer Luke. Er schießt nur noch vorne. Und muss ihn wieder weg. Ah, ich muss ihn wegrammen. Ah, okay. Ich hab es begriffen. Hat auch gar nicht lange gedauert. So. Er wird betäubt. Wir rempeln ihn an. Nicht. Wieso konnte ich ihn jetzt nicht? Ah, und Platz. Nicht mich erschießen, wenn ich hier vorne stehe. Okay, machen wir das Ganze nochmal. So. Einmal schießen. Zweimal schießen. Mit ihm rempelt man weg. So, jetzt kommen wir an den Schalter ran. Richtig. Hopp, Olaf. Ah, wird nach oben gesaugt. Und er winkt nochmal zum Abschied. Oh, Jesus Christus. Ah. Das war eine Luftschleuse. Alles klar. That was close. Und nervig. Das war knapp. Now let's jump in that time door and get the heck out of here. In die Zeittür und nichts wie weg hier. Schönes Schiff mit so einem Schädelchen, ne? Wait, I think I can fly this ship. Oh oh. Warte, ich denke, ich kann dieses Schiff fliegen. Ich denke nicht. No way, Olaf. You can barely fly your shield. Auf keinen Fall, Olaf. Du kannst gerade so dein Schild fliegen. Vertraut mir. Oh oh. Es gibt einen zweiten Teil, ne? I just turned this knob. Oh oh. Keine gute Idee. Flip this switch. Punkt, Punkt, Punkt. Und. And press this button. Okay. Und dann. Self-destruct sequence has been initiated. Das war ja irgendwie klar, oder? Ja, okay. Ah, sehr gut. 5 seconds till self-destruct. 5 Sekunden noch, dann mach's bumm. Guys, I think we should take the time door. Ja, ist eine gute Idee. Hat er sich umentschieden, der Olaf? Ich verstehe. Good idea. Let's go. Ja, lass uns gehen. Na, ob sie jetzt wieder nach Hause kommen, wenn es einen zweiten Teil gibt. Und noch North by Northwest gibt es ja auch noch. Das letzte Mal, dass wir in eine neue Galaxie gesaugt werden. Na, sieht nach zu Hause aus, aber es kann doch schon gleich der. This forest looks familiar. Frage, muss ich jetzt drücken? Bin ich dran? Oh, ist immer noch Intro. Ja, hervorragend, wir sind tatsächlich nach Hause gekommen. They've returned. Und jeder hat ein Kind? Okay. Hooray!
Eine Bruder hat so eine Blonde, genau wie die zwei. Okay. Na? Hurra! Ja, würde ich auch sagen. We've been to many strange and exciting places. Wir waren an vielen aufregenden und seltsamen Orten. Oh. Okay. Und nun? But nowhere so wonderful as home. Ja, there's no place like home. Nirgends so schön wie zu Hause. Ich habe das nicht allen Ernstes gerade abgebrochen, oder? Okay, interessant. Passwort wäre dann wieder der Endgegner. Alles klar. Invalid Password. Ja, das war es. Das war es leider. Super, jetzt habe ich das Ende abgebrochen. Naja, vielleicht nochmal. Nee, ich werde es nicht mehr. Das war es. Inu? Machen wir M? MSDR, ja. Beziehungsweise, Moment. SDRT. Start SDRT, so rum. Ja, das war The Lost Vikings. Ein interessantes Spiel, muss man sagen. Guys. Genau, da sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Hier ging es mal der 1 los, nachdem wir entführt wurden. Okay, ein, ich sag mal, interessantes Spiel. Ein sehr interessantes Spiel, aber ich denke mal, wir geben auf. Ich dachte, ich kann den Text wegklicken. Ich wusste ja nicht, dass das eine Sequenz ist, die ja dann mit einem Schlag komplett abbricht, weil sonst konnte man den Text ja immer weg oder weiterklicken. Ah, oh, da können wir schon wieder in den Arsch beißen. Try again. Nein. Das war's. Interessant. Das war Lost Vikings. Ja, leider mit abgewürgtem Ende, aber ich meine, ja, was wird sein? Im zweiten Teil, na, wieder entführt, habe ich leider nicht da, deswegen keine Ahnung. Es gibt noch dieses North by Northwest, aber ich glaube, das ist nur die Version hier in so eine Art Remaster oder sowas, glaube ich. Gab es auch eine Zeit lang mal für Umme von wem? Von Blizzard angeboten, genau. Aber irgendwie scheinen die das auch nicht so wirklich auf ihren Seiten anzupreisen, sondern, naja, die haben ja andere Franchises, andere Marken wie StarCraft, wie Warcraft und so weiter, das oder Diablo, was bei denen ja ein bisschen mehr zieht. Deswegen, stimmt, die haben noch irgendwas mit New Earth oder sowas, Heroes of New Earth oder sowas, so eine MOBA-Kacke haben sie ja auch noch mit am Start und noch einiges anderes, was ich nicht mehr kenne. Aber Blizzard, naja, das war mal gut, mittlerweile eher so mittelprächtig. Die haben ihre Hochzeit auch schon hinter sich. Damals hier waren sie noch nicht so wirklich bekannt, noch unter Silicon irgendwas. Und da muss ich sagen, das war wirklich angenehm. Habe ich mir früher ganz gerne ausgeliehen hier aus der, ja, aus der Videothek. Und dann übers Wochenende so weit wie es ging irgendwie versucht durchzuspielen. War immer sehr spaßig, muss ich sagen. Weil es eben, ja, so eine Mischung ist, wie man es gemerkt hat, aus Puzzle-Spielen. Man muss planen, muss vielleicht das Ganze mehrmals versuchen, hat dafür keine Leben. Und muss sich dann irgendwie durch das Labyrinth durchquälen in den einzelnen Leveln. Mal ist Timing gefragt, mal ist Geschicklichkeit gefragt, mal eine Mischung aus allem. Und da kann man also auf jeden Fall ein paar Tage Spaß haben, so ist es nicht. Würde ich auch sagen, ist nicht ein Spiel, das man an einem Tag durchballern kann. Das, denke ich mal, ist dafür vielleicht ein bisschen zu monoton. Andererseits, wie gesagt, wenn man sich so das Wochenende ausleiht, da muss man halt so viel wie möglich aus dem Spiel rausholen. Aber naja, das war, wie gesagt, früher. Gibt es sowas heute noch, Videotheken, wo man sich Spiele ausleihen kann? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Naja, auf jeden Fall ein schönes Spiel, wenn auch teilweise echt frustrierend und zum Haare raufen. Vor allem die letzten waren teilweise echt unangenehm, wo man 5 Minuten erstmal irgendwas machen muss, damit man weitermachen kann. Und dann gibt man einen Löffel ab und dann darf man wieder die 5 Minuten machen und darf es nochmal versuchen. Dann kommt man einen Meter weiter und dann darf man die letzten 6 Minuten nochmal machen. Ja, das ist gerade für so ein Projekt klar. Ich hätte es auch zigmal versuchen können und dann das zurechtschneiden. Auf der anderen Seite, warum eigentlich? Denn ich habe ja die Passwörter. Das Internet ist dafür ganz günstig, muss ich sagen. Ja, war ganz schick gemacht, nicht zu fordernd. Gerade auch was die Rätsel und sowas angeht, da kommt man schon dahinter. Ja, eine der letzten Missionen, 33 oder was das war, wo man die Wand hätte einrennen müssen, das kam davor in den letzten 5 oder 10 Mappen, glaube ich, nicht mehr so wirklich zum Tragen. Deswegen habe ich das gar nicht mehr wirklich als Option wahrgenommen.
Aber hatte dann den Ehrgeiz, ich will das jetzt nochmal probieren. Und naja, dann hat es wirklich gescheitert an, ich drücke den falschen Knopf oder die falsche Taste viel eher und benutze dann nicht das Schlüsselloch, sondern will interagieren damit. Also benutze nicht den Schlüssel im Inventar. Das war ziemlich hirnverbrannt und dann ist die Leute gegrillt worden. Das war schlecht. Na, da wo diese Plattform runtergefahren ist, wo man dann links und rechts schießen musste, das war ein bisschen nervig. Ansonsten, die nächste Mission war wieder relativ simpel. Und ja, ich muss dann am Schluss nochmal nachgucken, weil jetzt so eine Leiter in der Decke, Schrägstrich Wand, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen frech. Und bin gar nicht drauf gekommen. Ich dachte irgendwie, dass irgendwas muss man drauf warten auf irgendwas oder muss irgendwas einrempeln. Vielleicht hätte ich einen Gegenstand mitnehmen. Oder habe ich irgendwo was vergessen oder sowas in der Richtung? Oder habe ich was zu. Ja, habe ich irgendwas benutzt, was ich gebraucht hätte? Vielleicht eine Bombe, die ich jetzt bräuchte, um mich hier frei zu sprengen. Und ich darf eigentlich nur mit dem einen, mit dem Olaf rein und der hätte dann ein Schild hochheben müssen, dass er keinen Schaden nimmt oder was auch immer, sowas in der Richtung halt. Oder der Erik, der dann rechtzeitig springt und der Explosion entgeht. Aber ich habe sie ja schon alle reingesteckt in den Raum. Das war. Da dachte ich, da hätte ich mir schon was verbaut. Wollte mal nachschauen, ob das wirklich so ist. Ja, und dann halt wie gesagt der letzte Level, das war echt so ein richtiges mieses Stück. Also ich nehme jetzt auf seit ja, über 1,5 Stunden. Nur an diesem letzten beschissenen Level. Und ja, im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich ganz gut. Ja, man muss sich halt, man hat ja gesehen, am Schluss lief das quasi wie aus dem FF, das lief wie geschmiert, da wusste man genau, wie es läuft. Aber halt, wenn so eine kleine Bewegung dann oder das falsche Timing, ich hätte ihn ja quasi das vierte Mal schon weggerammt gehabt und da war gerade so ein Framechen oder zwei, wo er sich gerade umgedreht hatte, hat mich zurückgeworfen, aber in der Sekunde aktiviert er halt schon sein Schild. Er dreht sich um und hat sofort das Schild aktiv oder es wird gerade aufgebaut. Und wenn man zurückgestolpert kommt, dann landet man genau in dem Ding und ist tot. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen krass. Da hätte man vielleicht sagen können, weil es halt sein persönliches Schild ist, macht es halt nur 2 Punkte Schaden. Ja, und ja, dann hat man halt quasi noch einen Lebenspunkt oder sowas, muss dann schnell Lebensenergie wieder nehmen. Das hätte ich ehrlich gesagt besser gefunden. Und dann ganz am Schluss natürlich, wo ich mich dann versucht habe, so Stück für Stück durchzumogeln, wirklich jeden Schritt dreimal überlegt habe, dass ich ja keinen Fehler mache, muss man glaube ich auch machen, weil sonst darf man wieder dreimal gegen ihn antreten. Und ob das dann noch so richtig Laune macht, ich wage es mal zu bezweifeln. Ja, Musik, Sound und so weiter, klar, ist alles so die Super Nintendo-Ära, die frühe DOS-Ära, was ist das, 93? Dass da der Sound noch nicht besonders krass ist, ist klar, aber schön fand ich ihn trotzdem, passend, stimmig und die Musik fand ich ein bisschen anstrengend, da hätte ich mir vielleicht Passenderes gewünscht, vielleicht etwas, das ein bisschen mehr themenbezogen ist, dass, wenn, weiß nicht, wenn wir eine Welt haben, die draußen stattfindet, dann möchte ich auch irgendwie. Weiß ich nicht, so eine Art von Sumpfmucke haben. Wenn es da die Höhlen, in die Höhlen ging, hätte ich gerne so eine Höhlenmucke gehabt. Genauso wie es später ja dann Super Mario World 2 gemacht hat, Yoshi's Island. Da war das ja auch so, dass die verschiedenen Level und Abschnitte auch verschiedene Melodien hatten. Und das fand ich ehrlich gesagt wesentlich schöner. Und ja, gerade am Schluss vielleicht eine eigene Musik für den letzten Level oder so. Das wäre doch auch noch ganz spannend gewesen. Oder zumindest, dass man gesagt hätte, hey, wir sind jetzt im letzten Bereich, das hätte eine eigene Musik verdient. Fand ich ein bisschen schade. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine schöne Mischung aus allem, aus Timing, aus Geschicklichkeit und ein bisschen Rätselspaß, wo man eben alles mal probieren konnte. Das ist, wie gesagt, ganz angenehm, dass da nicht irgendwie Leben oder Continues oder sowas noch dabei wären, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht ganz so weit gekommen. Denn es gab ja immer wieder Level, die so richtig schön genervt haben, wo man nicht so ganz genau wusste. Oder hier das mit diesen Bläschen zum Beispiel, das hat mir teilweise auch den letzten Nerv geraubt, wo dann. Danach irgendwie auf einer Plattform direkt jemand war, der geschossen hat, diese komischen grünen Viecher da und so weiter, Dinosaurier, ja, abwechslungsreich. Gegner haben immer mehr Schaden vertragen oder mehr Trefferpunkte gehabt, mehr Treffer ausgehalten. Am Schluss war es ja wie wir, so irgendwie 3 Trefferchen. Wobei ganz am Ende habe ich gemerkt, da ging es ja gar nicht so wirklich um die Gegner, da waren es ja eher so diese Umgebungsgefahren, wie irgendwelche. Laser wie Nadeln und so weiter, da hat man schon gemerkt, ja, die eigentliche Gefahr geht wirklich von der Umgebung aus, dass man nicht irgendwo tödlich irgendwo verunglückt oder sowas oder sich in eine Sackgasse manövriert sozusagen und wo man nicht mehr rauskommt.
Deswegen auch der Gedanke, oh, ist immer gefangen. Hätte ich vielleicht doch einen anderen, war das eine Falle? Weil er hat uns ja vorher dreimal oder zweimal eine Falle gestellt. Vielleicht ist das wieder eine Falle gewesen. War irgendwo hinter der Wand versteckt, ein richtiger Teleporter. Boah, das ist ja schon richtig assi wäre, oder? Das wäre ein richtiger unangenehmer Move. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da hier was rausschneide von Fluchungen. Vielleicht werde ich sogar mal den. Vielleicht lade ich die vorherige Folge auch hoch, wo ich eine Stunde lang dran gesessen bin. Das wäre auch noch eine Idee. Vielleicht auch nicht. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Das war The Lost Vikings, der erste Teil. Den zweiten habe ich, wie gesagt, gab es den für den PC? Ich weiß es gar nicht. Habe ich nur fürs Super Nintendo hier liegen. Aber naja, wie gesagt, das kriege ich nicht aufgenommen. Aber was soll's. Man muss auch nicht noch mehr davon machen, oder? War ganz nett, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und gerade diese Knobelgeschichte. Wie gesagt, ich fand es wirklich eine schöne Mischung. Es war nicht zu nervig, wobei manche eine Ausnahme waren, aber in der Regel waren die eigentlich alle ganz, ganz hervorragend. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Das war's. Spaß gemacht. Endlich auch mal wieder durchgespielt. Habe ich ja, wie gesagt, schon seit, das letzte Mal wahrscheinlich vor, weiß nicht, 25 Jahren oder so, wenn es reicht. Ja, wahrscheinlich 25 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ja, ich hoffe mal, es war auch halbwegs spannend zum Zuschauen, weil ich meine, es ist ein Knobelspiel. Vielleicht schaut man sich das an und rätselt ein bisschen mit. Oder auch nicht, wer weiß, wer weiß. Aber ich würde sagen, Game over. Genau. Das Spiel ist vorbei. Und damit ist auch das Projekt vorbei. Was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Ob ich wieder was in die Richtung mache, irgendwie Arcadiges, irgendwas Rätseliges, man weiß es nicht. Aber das war, genau, Interplay war auch noch dabei. Mann, die waren früher auch super. So super Spiele haben die gepublished. Genau, Silicon and the Synapse. Das waren sie, die Guten. Und das war Lost Vikings. Ja, das nächste Mal weiß nicht, was kommt, aber auf dem Kanal gibt es ja einiges. Ja, wir haben von Shooter über Echtzeitstrategie zu rundenbasierendem und Rennspiele, andere Arcade-Sachen, alte MS-DOS-Geschichten und so weiter. Von allem etwas. Der kommt mir nicht mehr so bekannt vor, der Level. Haben wir den je gespielt? Ich weiß es nicht. Naja, aber ich würde sagen, das lassen wir dabei. Einfach auf dem Kanal umgucken. Es gibt etliche Playlists und Videos. Viele, viele Klassiker. Manches gemoddet auch. Anderes nicht so wirklich, so wie ja, die Doom-Sachen teils sind ja eher Mods oder auch ja, dort Conversions und so weiter. Es gibt von allem etwas. Teilweise unkommentiert, wer da keinen Bock drauf hat. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei was auch immer. Ich wünsche noch weiter viel Spaß auf dem Kanal. Daumen nicht vergessen, kommentieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und ich würde sagen, ich bin hier raus. Denn die Musik ist aus und das ist mein Zeichen. Mein Zeichen, mich vom Anker zu machen. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis dann. Ciao, ciao.